Hey Leute, heute spielen wir mal eine Runde Egg Wars mit einer Challenge, nämlich die Witze-Challenge. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jemanden kille, muss ich einen Witz erzählen. Ich habe nebendran eine Liste voller Witze und die erzähle ich dann. Okay, und jetzt geht's los. Also, meine Strategie, um möglichst viele Witze euch erzählen zu können, ist, direkt in die Mitte zu gehen. Zack, zack. Wie gesagt, Witze gibt es immer dann, wenn ich jemanden kille. Also nicht der Final Kill, sondern egal welcher Kill jetzt. Ist relativ egal. Hauptsache irgendwas. Das heißt, wir sammeln jetzt mal genügend Blöcke, beziehungsweise Eisen und kommen dann einfach mal rüber. Mal sehen. Da könnte der erste Kill schon sein. Kommt doch mal. Ich komme jetzt zu euch rüber. Und okay, Kill Nummer 1. Also kommt auch Witz Nummer 1. Okay, und er startet jetzt. Wie war eigentlich die Stimmung in der DDR? Die hielt sich ziemlich in Grenzen. So, weiter geht's. Ich kann mir nichts greifen. Ah, immerhin. Ein Holzschwert. Also es ist ja echt. Manchmal sind Tage, da denke ich echt, da ist Weihnachten. Und das mitten im Jahr. Oder wie lange liegt jetzt Weihnachten zurück? Eigentlich gar nicht so lange. Versuchen wir mal einen Abstauberkill von hinten zu machen. Aber da mische ich mich besser nicht ein. Da muss man sehr vorsichtig vorgehen. Sonst wird man hart abgestaubt. Hm, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Jetzt. Zwei Blöcke habe ich noch. Team Grün. Also wir haben noch ein Ei. Versuche ich mal einen Kill zu machen, der wahrscheinlich nicht funktioniert. Ja. Also Leute, ich merke schon, ich sterbe öfters, wie dass ich, den sollte ich noch killen, sonst... Schade. So, das war Runde Nummer 1. War leider nur ein Satz mit X. Ihr habt einen Witz gehört, also habe ich auch einen Kill gemacht. Und ich würde sagen, wir hängen noch eine zweite Runde hinten dran. Und dann sehen wir uns dort. Gleiche Map wieder. Wir versuchen unser Bestes, beziehungsweise unser Schnellstes in die Mitte zu kommen. 24 Blöcke, das könnte reichen. Zack, 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 zack. Natürlich reicht es. Dann schnabuliere ich mir jetzt mal dieses Gold hier. Eisenschwert incoming. Um jetzt sozusagen noch besser Kills machen zu können, sollte ich mir Rüstung holen. Und die hole ich mir. Komm. Komm. Luve Master. Ja, also auf den Spleef-Trick, der ist zu alt. Also darauf falle ich leider nicht mehr rein. Tut mir leid. Auf diesen alten Spleef-Trick, mal gucken, ob der Bounty hier drauf reinfällt. Und hab ihn. Damit muss ich schon wieder einen neuen Witz erzählen. Und zwar... Der Witz geht so. Ein Beamter zu dem anderen. Was haben denn die Leute nur alle? Wir machen doch gar nichts. Ah, klasse. Ah. Kein Ei mehr, dafür aber 20 Diamanten und, ein Kill? Oder? Wurde von... Hä? Du hast... Ja, noch ein Kill. Das heißt, es gibt noch einen Witz. Was hat vier Beine und kann fliegen? Kommt ja niemals drauf. Zwei Vögel. Ich hole mir jetzt mal Full Eisen. Das ist, glaube ich, angesichts der Tatsache, dass wir kein Bett mehr haben, eine ganz gute Idee. Und Diamantschwert ist auch eine ganz gute Idee. Eine solide Lösung. Dann noch Goldäpfel statt Steak zum Essen.
den Gelb, also können wir chillen. So. Dann kaufe ich mir nochmal massiv viele Blöcke. So. Und was mir auffällt, nur noch Team Blau hat 4 Spieler und ein Ei. Wir sind jetzt noch zu dritt, das ist eigentlich ganz gut. So. Und das könnte noch ein Kill sein. Yes, das ist noch ein Kill. Das heißt, noch ein neuer Witz. Wir essen Tante Bertha. Satzzeichen könnten Leben retten. So, ich würde sagen, wir killen mal den Roten. Und dann sehen wir weiter. Erstmal ganz, ganz schnell rüber hier. Der verkämpft sich bestimmt irgendwo richtig hart. Aber das beunruhigt mich jetzt nicht unbedingt. Die ist da nicht. Aber es gibt sie noch. Also wird hier am Scoreboard angezeigt. 12 Diamanten, das heißt Diamantbrustplatte. Was könnte man sich denn noch Gescheites kaufen? Auf jeden Fall noch mehr Goldäpfel, so viele wie irgendwie möglich. Strategisch immer ganz klug. Und ich bin allein in meinem Team. Na denn, danke. So, zack, zack. Wollen wir mal ein bisschen rüber? Die Spawner in der Mitte wurden geupgradet. Da ist einfach einer, der komplett ohne Rüstung ist. Und einer komplett mit Rüstung. Ich werde jetzt noch versuchen, hier irgendwie an richtig geile Lucky Blocks dran zu kommen. Und der ist einfach full dir. Wie soll ich da denn auch nur eine kleine Chance haben? Außer hochstacken. Das ist die Pussy-Taktik. Die aber leider auch nicht immer funktioniert. Vor allem, wenn die Bögen haben. Ich gebe ihm High Ground, Alter. Er konnte einfach nicht schlagen. Also, ich weiß nicht. High Ground ist ja auch nur so eine Sache. Wenn sozusagen die Leute nicht damit rechnen, dass man sozusagen so hoch ist. Aber, Leute, wir machen jetzt noch einen fairen letzten Kampf, den wir wahrscheinlich verlieren werden oder auch nicht. Komm, flieg, 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 flieg. Knapp. Sehr knapp. Also ich hätte ihn runterschlagen können, aber Leute, ich würde sagen, hängen wir noch eine dritte Runde hinten dran. Jetzt willkommen zur letzten Runde. Wo wir jetzt versuchen, noch mehr Witze zu machen. Übrigens fällt mir auf, das ist sozusagen genau die Map, die wir bei unserem ersten Video verwendet haben, wo Nico sozusagen dabei war. Der ist heute mal wieder nicht dabei. Ja, dann müssen wir ganz viele Blöcke kaufen. Und man kann nur 10 Blöcke kaufen. Und dann, ja, bauen wir uns noch rüber. So. Mal ein kleines Stück weiter üben. Also ich muss zugeben, bei der Map ist es echt so, dass man mega lange braucht, bis man irgendwo ist. Und bevor ich da jetzt rüber jumpe, sollte ich mir mindestens ein Eisenschwert kaufen, sonst sehe ich alt aus, wenn die da angerusht kommen. So, zack, zack. Und dann machen wir mal zack, zack, zack. Dann mal Angriff von oben. Weil, ich wollte auf den Überraschungseffekt setzen, der, glaube ich, nicht funktioniert. Es ging ja nur um den Kill in dem Fall. In dem Fall will ich nicht bei ihm das Eck abbauen, sondern einfach nur den Kill abstauben, weil es lustig ist. So, zack, 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 zack und zack. Und jetzt müssen wir Piggy OP, schauen wir einfach mal. Aber wir können natürlich das Eck abbauen. Oh. Das war leider nichts mit dem Kill. Da werden wir dann gleich angegriffen. Was Ei ist einigermaßen zugebaut. Also ich kann jetzt leider mich noch nicht auf
den Nachbarn stürzen. Das geht leider noch nicht. Komm mal runter. Komm runter. Wer ist er denn? Keine Ahnung. Tara, komm runter. Das heißt, ich habe jetzt Blöcke über mich. Hab sie. Okay, dann muss leider wieder ein neuer Witz her. Oder, Mann, was heißt hier leider? Ich lese die doch gerne vor. Ja. Nur ich muss erstmal einen guten finden, weil die jetzt in der Liste stehen, die sind echt beschissen. Kürzester Witz der Welt. Brennholzverleih. Das Einzige, was ich nochmal machen könnte, ist sozusagen diese Tara da anzugreifen. Weil die mir dann nämlich das Leben schwer macht und ich keine Lust darauf habe. Und deswegen machen wir einfach einen Gegenangriff, weil die Brücke steht ja schon. Das wäre so die Idee dahinter. Bau niemals zu viel selbst in Egg Wars oder Bed Wars oder Sky Wars. Eigentlich überall die gleiche Taktik. Übertreib's nicht. Chill einfach. Wart ab, bis die anderen machen. Aber ein bisschen was musst du auch machen, sonst bist du auch hart am Verlieren. Ich drop zum Beispiel jetzt mal mein Ersatzschwert und meine Ersatzrüstung nach hier oben und dann sehen wir weiter. Dann machen wir. Dann werden wir angegriffen. Das ist auch gut. Machen wir ihnen mal ein bisschen Angst mit dem Goldapfel. Und jetzt zeig mal, was du drauf hast. Ach, jetzt komm hier mit deiner beschissenen Spleef-Taktik doch nicht. Jetzt bauen wir uns mal nach oben und dann nach vorne. Die Idee ist, wir kundschaften erstmal aus, was eigentlich die Sache ist. Das Ei ist komplett zugebaut, aber ich bin ja auch nicht aufs Ei aus, sondern auf den Kill. Vorerst. Und was mache ich eigentlich jetzt, wenn ich zwei Kills mache? Dann habe ich ein kleines Problem, dann muss ich nämlich zwei Witze erzählen. Die verstehen nicht, dass ich sie nicht angreifen will, sondern nur killen. Einen habe ich. Oder... Jetzt muss ich aber erstmal... Oh, zwei! Ich glaube, ich komme mit dem... Okay, jetzt gibt's gleich zwei Witze. So. Warum hat der Kapitän das U-Boot versenkt? Es war Tag der offenen Tür. Und der zweite Witz? Welchen Tee sollte man besser nicht trinken? Den TNT. So, das waren jetzt die zwei Witze. Und ich habe keine Ausrüstung. Ich bin so ein Noob. Ich konzentriere mich so stark auf die Witze, dass ich die Ausrüstung komplett vergesse. Aber meine Ausrüstung da oben ist natürlich auch nicht mehr da. Weil sich der Mitspieler die schon abonniert hat. Also, machen wir einfach mal einen Angriff. Zack. Ganz YOLO. Ich will nämlich wieder ein paar Witze erzählen. Dazu brauche ich jemanden Kill. Einen Kill wäre ganz gut. Erzähl mir. Zack, zack. Ah, ich muss mich so konzentrieren. Ich will doch nur den Kill haben. So, und den... Wow, wow, wow. Die hat mich gut rausgehittet. Die Tara. Aber echt. Also es gibt halt Leute, die haben es echt drauf. Und es gibt Leute, die haben sich wieder schnell equipped. Wie ich.
zumindest einigermaßen schnell. Ich glaube nicht, dass ich einer der schnellsten bin, aber sozusagen die Idee ist ja, die Leute damit fertig zu machen, dass man immer und immer wieder drauf losgeht und die einfach irgendwann mal keine Lust mehr haben und quitten. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Also wer auf sowas setzt, der ist echt ein Noob, der hat keine Ahnung von Egg Wars. Na, komm mal her. Jetzt muss ich es irgendwie hinkriegen, dass sie oder er an den Rand geht. So wie hier. Und dann mache ich einen 360 und verkacke ihn hart. Habt ihr einen? Jetzt muss ich einen Witz erzählen. Oh, das ist jetzt ein böser. Oma, wieso stöberst du eigentlich so oft in den Todesanzeigen? Da antwortet die Oma, ich wollte wissen, wer wieder Single ist. Das hört sich gefährlich an. Dann helfe ich ihm mal kurz. Übrigens, Mobs zählen nicht als Kills, sondern nur Spieler. Ah, das ist auch eine gute Idee. Zack. Muss ich gar nicht nach der Rüstung gucken, sondern habe ich direkt. So. Also, was machen wir denn gegen die? Meine Idee wäre jetzt mal, mit ein bisschen größerer Konzentration reinzugehen. Die ist natürlich besser geworden. Jetzt muss ich... Oh. Ja, Glück darf man haben, aber jetzt muss wieder ein Witz her und ich muss erstmal Goldäpfel essen. Sonst wird das verdammt eng. Weil sonst werden wir hier die ganze Zeit gerusht. Okay, zwei Architekten in Pisa. Fragt der eine, willst du den Turm wirklich so hoch bauen? Antwortet der andere, ja, was kann denn schon schief gehen? Dann machen wir den letzten Angriff und entweder wir gewinnen oder wir verlieren. Also das ist irgendwie, ich habe da nur eine schlechte Chance, aber ich will noch einen Kill machen. Zack. So. Ja, jetzt sind sie natürlich zu zweit, also das war eine blöde Aktion, erstmal bin ich abgerutscht. Und, ja. Leute, ich glaube, ihr habt für heute genügend Witze gehört. Und wenn ihr auf jeden Fall eine weitere Folge mit dieser Witze-Challenge sehen wollt, vielleicht auch in Bad Wars, Sky Wars oder ganz woanders, keine Ahnung, lasst euch was Lustiges einfallen. Die Witze-Challenge kann man ja überall machen. Muss ja nur meine Liste mit den Witzen haben und dann lese ich die einfach vor. Ja, Leute, ich hoffe, dass es euch auf jeden Fall gefallen hat. Und schreibt auf jeden Fall mal was in die Kommentare, freut mich dann sehr. Und damit sage ich jetzt Tschüss.